Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Mauerhauser Modellbau König. Heute haben wir mal keinen Bausatz für euch im Portfolio zum Gucken, sondern heute haben wir ein Buch und zwar von der Firma Armor of Mech unter der Nummer 6263 Italienfeldzug German Tanks and Vehicles 1943 bis 45 Volume 2, also Band 2. Das Ganze ist in Hardcover gehalten, kann man ja schön sehen. 250 Seiten stark, 600 Bilder, 16 Farbprofile, einige Karten noch dazu. Erklärung, 34,95 der Preis. Das Ganze ist in Englisch gehalten und ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, was wir dafür so erhalten. So, erstmal ist das schön, dass sich ein Hersteller wie die Firma Armor of Mech annimmt, dadurch ein relativ breites Verteilungspublikum findet und dann hier ein so hochwertiges Buch auf den Markt bringt. Ja, anfangen tut das Ganze natürlich mit dem Wort, nein, Spaß beiseite, erstmal die Dankesagung, wer das Ganze so gemacht hat, hin und her. Und dann haben wir hier natürlich im Index, also im Inhaltsangabe oder Verzeichnis, was sich wo wie befindet. Das ist nach verschiedenen, hier heißt es Chaptern, also nach Artikeln, gehalten und dementsprechend sind die Bilder auch geordnet. So, und die Bilder, wie ihr seht, haben größtenteils sehr gute Qualität, sind relativ scharf, einige ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger und keine Sorge, es sind nicht nur Panther in Italien rumgefahren, wie man hier sehen kann, sondern natürlich auch noch andere Fahrzeuge, deswegen ja auch der Titel kommt jetzt hier nur am Anfang aufgrund der Einsortierung dieses Buches. So, weiter geht's. Sehr viele Beuteaufnahmen auch dabei. Schön zu erkennen, auch hier Dezimmeritbewurf. Das gut zu erkennen. Gehen mal ein bisschen weiter vor. So, weitere Panzer. So, hier haben wir zum Beispiel einen Panzerjäger. 3 Marder, auch das sehr schön. Vielleicht auch nochmal Aufnahmen, die man nicht so oft gesehen hat, wie ich finde, auch das nochmal sehr schön wiedergegeben. Im Italienfeldzug ist ja mal, ich sag mal, ein bisschen was anderes als der abgedroschene Russlandfeldzug, mal noch eine Alternative. Und wenn man dann natürlich hier so eine schöne Bilder hat, die man auch wunderbar in ein Diorama zum Beispiel einfließen lassen könnte, dann ist das natürlich, sehr schön gesehen. So, hier ein Marder Ausführung M. Auch das zu erkennen, M, dass der Motor mittig ist. Dafür steht dieses M, H für hinten, um das vielleicht auch mal zu erklären. Der eine oder andere wusste das vielleicht noch nicht. So, hier handelt es sich um ein Beutefahrzeug. Die Marder sind ja dort sehr viel eingesetzt worden. Ganz interessant hier auch nochmal Wissenswertes zu den jeweiligen Einheiten, sofern sie dann identifiziert werden konnten. Hier haben wir eine Selbstfahrlafette. Auch das wieder sehr schöne Aufnahmen. Natürlich auch hier wieder ein schönes Dioramen-Beispiel mit dem Haufen, dem Misthaufen da im Hintergrund. So, Kleingerät kommt hier. Weiter geht's. Hier ein bisschen Grußgerät wieder. Haubitze, Kanone. Natürlich die Enzio Annie darf auch nicht fehlen. Ganz berühmt wurde dann ja auseinandergebaut, in die USA verschifft, steht da heute noch und rostet vor sich hin. Ganz interessant auch die Geschichte, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere damit ein bisschen befasst hat, die ist in diesen Bahnhof oder in diesen Tunnel reingefahren, rausgefahren, geschossen, wieder rein. Das Ganze relativ fix passiert, haben die auch halt so im Ganzen ergänzt. So, und dann kommen hier noch ein paar Sachen. Beutesachen, auch das ist alles mit dabei. Dann natürlich die Color Profiles, das ist ja, ich sag mal immer, das Salz in der Suppe, die Farbbilder. So, und da werden wir hier mit solchen Aufnahmen beglückt, natürlich viele Panther-Bilder dabei. Oder aber auch eben das, was ich euch ja schon gezeigt habe, die Aufnahmen hier in Farbe. So, und dann sind wir auch schon durch. Ja, wen kann ich dieses Buch empfehlen? Dieses Buch kann ich natürlich in erster Linie Modellbauern empfehlen, aber auch geschichtlich Interessierten. Kleiner Nachteil, sage ich es mal so ganz einfach, wie es ist. Das Buch ist rein in Englisch verfasst worden. Also wer nur rudimentäre Englischkenntnisse hat, der wird sich halt mit den Untertiteln der Bilder beschäftigen können oder müssen.
Für die alles andere Sachen sollte man ein bisschen besser bewandert sein in Englisch. Nichtsdestotrotz, die Bilder, die enthalten sind, die sind gut, die haben eine gute Qualität, viele auch unbekannte Bilder dabei. Die Farbprofile sind natürlich auch top, die gefallen mir richtig gut. Ist ein angenehmer Preis für, was habe ich gesagt, 250 Seiten unter 35 Euro, das ist alles noch im Rahmen. Dann bleibt mir nichts anderes, als schon wieder auf Wiedersehen zu sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.